Hallo zusammen, ich bin Böse Gummibaum und willkommen zurück zu Let's Play Civilization 6 Gathering Storm als Russland in unserer Kultursieg ohne Theaterblatt Challenge. Sorry für die verspätete Folge, es gibt auch heute keinen Stream, weil ich noch Sachen erledigen musste, jetzt doch wegen Arbeit und Kurzarbeit und so. Martin T. geht schon davon aus, dass ich an Corona verrecken werde. Ich mag dieses positive Denken sehr. Ich habe scheinbar wieder irgendwas mit meinem Speer gemacht. Was soll ich mit meinem Speer machen? Ich komme nicht über den Ozean, ich habe schon alles entdeckt. Ich kann ihn genauso gut killen. Nerd Natur schaut mich nur noch mit 75% der ursprünglichen Geschwindigkeit. Heute bin ich extrem unausgeschlafen. Vielleicht bin ich deswegen langsamer. Und ich soll damit chillen. Ich bin extrem gechillt. Ich bin bekannt dafür, sehr gechillt zu sein, mich niemals aufzuregen und extrem pazifistisch zu sein. Ich soll den Inquisitor erst benutzen, das haben auch mehrere gesagt, unter anderem Eboe. Wenn ich die Städte nicht mehr religionstechnisch habe. Aber da habe ich jetzt trotzdem ein paar von denen gekillt, oder nicht? Ich weiß nicht, ob das jetzt so wenig wert war. Da waren drei drin von den Wixis. Jetzt ist keiner mehr drin. Ich finde, das war eine großartige Idee von mir. Martin meint, Martin ist überhaupt gerade on a roll. Er meint auch noch dazu, dass die Städte hier keine Produktion haben und deswegen scheiße sind. Disst mich, disst meine Städte. Aber den Brief darf ich dafür Boy geben an Phyrexis, okay. Frank Schneider will das nicht glauben, spar für den großen Künstler hier mit denen hier. I don't know. Und den Glauben brauche ich auch für andere Sachen. Hey, by the way. Bin ich gerade ein Leader? Hä? War da nicht irgendwer viel weiter? Sind das zwei hintereinander mit Religiösen? Weil... I'm absolutely in the lead here. Für diesen großen Künstler. Also muss ich mir den vielleicht nicht mal kaufen. Was perfekt wäre. Ich brauche den ganzen Glauben mehr für die 5 Millionen Nationalparks, die wir schon geplant haben. Und um noch ein bisschen zu fighten. Wenn ich mit Aposteln kämpfen will, sagt Ida, soll ich noch einen Guru mitnehmen. Ja, oder? Wir kriegen einfach einen Disputanten und weiteren und Mord und alles. Aber, ne? Haben alle anderen auch keine Hoffnung mehr, wie es aussieht. It's a sad story. Really. Honestly. It's just sad. Ich meine, ja, ich gebe zu, es ist ziemlich viel Gold. Jetzt sind es nur noch zwei Runden. Vielleicht kann ich wirklich Frieden machen. Ich habe nur Schiss, dass es... Aber ich baue da ja sogar noch zwei Städte hin. Ich hätte sie jetzt vielleicht schon annehmen sollen. Sie zahlen mehr, gell, wenn sie mich fragen. Ey, Freundschaft. Vielleicht ja. Go fuck yourself, wie wär's damit? Einmal mal kulturell... Nein, weil da mache ich da keinen Tourismus mehr. Und dann keinen Loyalitätsdruck. Macht nicht wirklich Sinn. Ist aber auch egal, gib mir halt dein Geld bitte dafür. Okay, ein Gold. Ist nicht wirklich all dein Geld, so arm bist du nicht. Ich glaube, der zeigt genauso viel. 58 pro Runde waren es gerade, oder? Ja, 58 meinte ich doch, Junge. Oh nein. 56, ich meine, it's still pretty good. Vielleicht machen wir wirklich 56 Gold pro Runde. Ist extrem viel Gold. Sure. There we go. Wehe, du kommst jetzt nicht zu mir, du blöde Stadt. Das ist eine Frechheit. Eine Bösartigkeit. Eine Gemeinheit. Eine... Habe ich schon Frechheit gesagt? Frechheit habe ich schon gesagt. Gemeinheit habe ich auch schon gesagt. Du bist super tot. Ist da irgendein anderer in der Nähe? Not really. Get fucked, Katholizismus. Du gehst dahin. Zwei Runden noch. Kann es wahr sein? Is it possible? Kann ich jetzt aufs Wasser? Ich kann aufs Wasser. Ich habe die Kartografie, wie es aussieht. Wonderful. Ja.
Dann brauchen wir da unten eigentlich keine Armee mehr, sondern nur noch oben. Eine können wir da reinhocken. Falls der Deutsche doch noch deppert wird. Ich bezweifle es, aber man weiß ja nie. Der Preuß hat manchmal komische Ideen. Sagt zum Beispiel, jetzt müsst ihr euch kurz festhalten, aber die sagen zu China, China. Wenn sie nicht wissen, dass es China heißt. Ist ziemlich komisch, aber... Eingeborene Sitten, I guess. Wenn man es halt falsch lernt von Kindheit auf, dann ist es schwierig, sich das später wieder richtig anzulernen, nehme ich an. Du bleibst hier. Du baust schon nochmal die Arena. Because why not? Also nicht wieder eine Runde. I think it's actually gonna happen. Okay, und dann soll ich eigentlich noch einen anderen Ship bauen, aber ich möchte hier nur das Lava bauen. Wieso kann ich denn... Ah, weil ich das Lava schon gesetzt habe. Bau Lava. Fertig. Dann können wir eigentlich da oben ein Handelszentrum machen. Du gehst hier hin. 74 Gold pro Runde momentan. I'm a fan. I am a fan. Und jetzt, ich meine, ich habe ja sonst nicht vielen Leuten den Krieg erklärt. Okay, und du gehst da und du kommst zu mir, oder? Ja, genau so stelle ich mir das vor. Onion, Hagia, Sophia, fertig. Yo, Leute. Unless and until it can be shared by both religions in harmony, which would be a grand idea. It should remain a secular building, honoring both religions who have made it beautiful. Beide fucking Religion, Junge. Bögobaismus, sonst kommt gar nichts rein. Having seen a non-market economy. Okay. Wir brauchen nicht mehr das. Wir brauchen noch das. Wir brauchen definitiv das. Ich weiß nicht, ob wir wirklich das brauchen, aber ich lasse es einfach drin, weil sonst vergesse ich es, wie wir alle wissen. Das hätte ich aber jetzt auch langsam gerne. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Schwierig, 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 schwierig. Wie viele Siedler baue ich gerade? Und wo baue ich die? Da baue ich einen in 7 Runden. Da baue ich einen in 9 Runden. Nee, nee, nee. Die Produktion wäre schon leibend. Wir haben einen großen Musiker. Okay. Bringt mir dabei natürlich auch eher weniger. Uni ist nicht so wichtig. Kapelle des Großmeisters gibt es auch. Gehört die Fähigkeit Landhalt mit Glauben zu kaufen. Ah, das hatten wir schon, gell? Das ist aber nicht so gut. Das ist nur eigentlich wirklich was für... Okay, da haben wir 6 Runden. Okay, wir bauen noch ein Ziel. Dann haben wir genug Siedler für alle Ewigkeiten. Wir könnten da eigentlich nur noch eine Stadt gründen. Aber dann möchte ich was Loyalitätsprobleme bekommen. Aber nicht unbedingt. Wollen wir da einen Siedler fertig? Was macht eigentlich die Hagia Sophia schon wieder so? Den ganzen langen Tag lang? Wieso habe ich die gebaut? Hat das einen Sinn? Oder habe ich nur gesehen, macht ein bisschen Religion. Ist cool. Labern. Bis nach einer Post können Religion einmal zusätzlich verbreiten. Okay. No, that's dope. It's good. Like it. Big fan. Ist das ein Disputant? Kein Disputant. Steht zwar deutlich in Niederlage, aber die ist nicht so deutlich, wie sie mit einem Disputanten wäre. Soll ich eigentlich auch mal chillen? Könnten die so quasi den Weg abschneiden hier. Das ist... What? Excuse me? Vorherrschende Region Katholizismus. Da muss einer von den Inquisitoren da mal runterschauen. So geht's nämlich ganz bestimmt nicht. Und das klar ist. Du bleibst hier. Da hockt jetzt schon einer drin. Okay, einer kommt nach Moskau. Einer kommt nach Kasan. Und einer kommt hier rein, das ist korrekt. Wann kommst du zu mir angeblich? In 9 Runden, okay. Dope. Du stehst einfach mal hier rum, nur damit da jetzt nicht gleich wieder Barbaren auftauchen. Nur weil da kurz einmal nichts steht. Siehe, das Lager ist schon in Planung. Check nun mal wieder hier unseren großen Künstler. Schaut sehr gut aus, muss ich sagen.
Produktion wählen. Smolensk hat den Kornspeicher jetzt fertig. Wir könnten jetzt noch mal schnell ein Handelszentrum hinüber. Aber nein, warte mal. Wir wollen hier zuerst noch Aquädukte und einen Staudamm raushauen. Dieses Handelszentrum hier ein bisschen zu pimpen. Industriebezirk. Sorry. How? Wie? Hey? Schiebung? Wie ist der da hingekommen? Hab ich einfach überhüpft? Oh, das ist der da? Maybe it's this one. Kann ich da eigentlich Boni? Ich krieg schon Boni, oder? Wenn ich die so umzingle und sie deswegen schon Angst bekommen, dass ich sie alle vernichten werde. Ich meine, der da oben ist ein bisschen gefährlich. Aber du bist relativ beschützt. Geringe Niederlage, ist should be fine. Ich glaube, wir killen dich nächstes Mal. Ja, wir müssen unten dafür sorgen, dass das wieder uns gehört. Wir müssen auch aufpassen, dass Cooper jetzt da nicht siedelt. Jetzt können wir den ganzen blöden Krieg schon wieder von vorne vom Zaun reißen. Ein bisschen nervig wäre. Schauen uns noch ein bisschen mehr um. Hoffen, dass die Leute anfangen, mich ein bisschen mehr zu mögen. In Kurze. Extreme Dürre. Not a fan. Mhm, Tactics means tough. Surely, surely, my friend. Surely. Deutliche Niederlage, sagst du, wo ist denn nichts? Das da oben. Ich glaube, das ist der Zahler nicht bis da runter. Wieder Zahn, das allerdings auch nicht. Okay, du kannst von dahin dahin. Okay, ist sie schon ausgegangen. Wunderbar, das ist, du kommst wieder dahin. Und bleibst einmal hier. Du kommst hier leider nicht weg. Du kannst da unten noch mal kurz na, oder? So viel Fortbewegung haben die nicht. Du kannst dann da unten wieder die Stadt holen, beziehungsweise du. Und mit die Stadt meine ich Archangelsk. Sind sie langsam ein bisschen aggressiv hier? Auch kein Disputant. Interesting. Interesting. Oh, so interesting. Kommst du mal hier hin? Du heißt dich dabei noch einmal. Ein paar mehr wären ganz nett. Ich meine, der Guru wäre auch ganz nett, aber die verbraucht man so schnell. Und ich kann in meinen eigenen nennen. Also ich finde, Gurus sind wichtiger, wenn ich, fremde Landen bekehren gehe, weil ich dort weniger gut heilen kann. In meinem eigenen Land sollte ich eh die ganze Zeit heilen können, bei meinen eigenen heiligen Städten. Also ist der Guru weniger wichtig. In my estimation. Geringer Sieg haben wir jetzt schon. Bin ich langsam gierig hier. Was genau soll das hier werden? Army Line, hä? Huh? The fuck do you think you're doing? No, it's a bad idea. Ding. Sehr mitreißende Musik, sehr mitreißend. Dann geht er sehr am schnellsten fertig hier in 3 Runden. Mina, ich meine, wir sind schon bei Kolonialismus, so weit weg sind wir gar nicht mehr, oder? Not at all. Ich meine, das sind dann nochmal ordentliche Rundenzahlen, die wir da vor uns haben. Aber es sind nicht mehr viele Ausrichtungen, die uns fehlen. Immer zu einem Scherz aufgelegt, der gute Teddy. Motherfucker. Du kommst du mal hier hin, machst das hier, das hatten wir alles schon getan, aber... excuse me? Supposed to die. Ah, das ist aber unangenehm hier. Wegen dem da unten auch noch. Okay, wir müssen uns hier ein bisschen verhüsen. Oh, kann der von der anderen Seite da kommen? My shit, this might be a mistake. Das geht sich nicht aus. Das geht sich aus. Oh, aber das wird eine unangenehme Geschichte.
Es ist immer möglich, dass die Kai nicht capitalisieren kann darauf, aber vielleicht kann sie es auch. Unwahrscheinlich, aber es ist immer trotzdem möglich. Du bist in einer Runde mit dem Lavra fertig, kannst du kurz hier chillen, sich nachher gleich heilen. Okay, was hast du gerade gemacht? Den Handwerker. Ich will eigentlich mal einen Hafen bauen hier. Dann gehen wir als nächstes auf Rockbands, I guess. Nach den Nationalparks. Okay, er hat glaube ich, meine Einheiten nicht gekillt. Oh, die kennen ja. Die sind automatisch im Krieg mit mir. A bit annoying. Bist nicht wirklich in einer besseren Position, um mir Stress zu machen als vorher? Was hast du für Beförderungen? Ich würde das gerne so sehen, ohne dass ich schauen muss in den Kampf, ob du Apostel hast. Disputant meine ich. Du hast Disputant. And I'm already about to die here. Okay, nice. Aber ich werde eh schon sterben. Das ist unangenehm. Du hast kein Disputant. Du bist ebenfalls Disputant? Nein, das ist noch nicht mal mein heiliger Boden mehr. Das ist das Problem. Den können wir nicht bekämpfen momentan. Ist einfach zu hart für uns. Und schreien wir auch noch raus. Wie viel kosten Nationalparks? Kosten die mehr, wenn man mehr davon baut? Denen ist das Gefühl, das sollte so sein, aber ich bin mir nicht sicher. Ah, genau. Also brauchen wir Naturforscher, muss ich schauen. Wie viel können die machen von den Dingern? Ja, die kosten sicher mehr mit jedem Mal. Mit Glauben. Grundkosten 1200. Das Ding ist sauteuer. Wie viel Aufladung? Ich würde mal. Ich glaube, ich habe 2 in Erinnerung. Nein, den Teil ist schon. Stand da gerade? Stand da 4? Nein, ich glaube nicht. Tetanus. Fortbewegung 4 steht. Einen einzelnen Nationalpark. Holy fuck, okay. 1200 und steigend. Wir brauchen absolute Shit-Tons auf Glauben. Wow. Damit wir die irgendwie alle sehen, die werden sie ja nie ausgehen. Das heißt, ich kann aber jetzt eigentlich keine religiösen Einheiten mehr kaufen. Wie soll ich mit den Disputantenapostel fertig werden? Okay. Mhm. Bisschen gefährlicher. Just saying. Ich meine, ihr könnt es gerne schlägern ein bisschen. Aber ich darf jetzt auch ein bisschen Angst haben, weil der Russe ist nicht gerade bekannt dafür, keinen kompletten Auszug zu bekommen. Vor allem in meine Richtung. Du bist der Disputant, du bist der Disputant. Ich glaube, du bleibst dabei kurz mal da. How the fuck bist du Katholik? Ich sollte nochmal rüberschauen nachher. Mit einem meiner Apostel hier. Bringst du irgendeinen Glauben? Du bringst nicht mal einen Glauben. Ich glaube, der Geheimdienst ist besser. Lass nochmal drüber lesen. Gewährt die Fähigkeit, Landeinheiten mit Glauben zu kaufen. I don't care. Das Plündern von Modernisierungen und Bezirken liefert zusätzlichen Glauben. I don't care. Nur das theokratische Vermächtnis weiß ich halt nicht. Ist das wert? Theokrat.
Mystisches Vermächtnis. Plus 5 von dieser Stärke im theologischen Kampf, plus 0,5 in Städten mit Gouverneur. Okay, ja, that's kind of worth it. Okay, Bodykapelle des Großmeisters. Das ist die Arena fertig, wunderbar. Es ist Handel und Labra, das ist eigentlich alles Wichtige. Ich muss ja eh die Handwerker langsam bauen, damit ich die Bewaldungen machen kann, ne? Oh, wir haben schon wieder 20 Minuten gespielt. Ich hoffe immer, dass es euch Spaß gemacht hat, zuzusehen, wenn das der Fall war. Lasst doch ein Like, abonniert den Channel, aber freue mich schon beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye!